Das Ziel des Amber Pillars steht nach wie vor. Genau für dieses Ziel verzweifle ich in jedem Video. Genau für dieses Ziel setze ich all meine Nerven aufs Spiel und trapaziere sie bis zum geht nicht mehr, weil ich das hier irgendwann stehen sehen will bei mir auf der Welt. Im letzten Video sind wir da stehen geblieben, dass ich Teile der Schalker Farm schon beendet habe, aber noch lange nicht alles. Und heute sind wir in zwei verschiedenen Dimensionen unterwegs. Und unter diesen zwei verschiedenen Dimensionen leiden meine Nerven heute ziemlich stark. Aber das seht ihr alles jetzt gleich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, rein ins Video. Wir haben nämlich hier diesen Abteil oder diese Abteile im Prinzip jetzt durch. Und was uns noch ganz wichtig fehlt, ist das hier. Diese Glock. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Ich glaube, ein Item-Fahrstuhl. Und dann halt diese Grundfläche. Die Schalke können wir natürlich nicht draufsetzen. Und das hier. Der Rest sollte soweit stehen. Hier fehlt auch noch Redstone unten drauf. Aber ja, wenn das steht, müssen wir noch ein Nether-Portal umsetzen. Und dann geht's weiter im Nether. Das wird dann spannend, denn... oh je. Ah, perfekt, Digga, lief super. Denn hier im Nether müssen wir noch einiges erledigen. Vor allem mit der Planung, weil das Nether-Portal muss irgendwie... Das muss irgendwie ganz komisch platziert werden, dass das hier alles ordentlich miteinander harmoniert und stimmig ist, etc. pp. Aber wenn das im Nether gebaut ist, sind wir durch. Hier im Nether kommt dann irgendwo... Chat, kommt die Lagerstation im Nether hin oder kommt die in der Oberwelt hin? Ne, die kommt in der Oberwelt hin, ne? Oder? Ja, hier. Hä? Aber wo kommen die Shulker Shells raus? Wo werden die denn getötet? Ja, okay, aber eigentlich, also hier ist dann das Lagersystem, ne? Bedeutet, wir müssen hier vor, oder hier vor ist eigentlich dumm, wahrscheinlich eher hier unten irgendwo hier so. Oder oben. Oben wäre natürlich noch wilder, dass es gedroppt wird und dass wir dann hier oben so unser Lagersystem irgendwo raufbauen. Aber ich glaube, wenn man das irgendwie 12 Blöcke oben drüber macht, können Shulker sich nicht mehr hin teleportieren, weil die nur einen 20x20 Radius oder so haben, ne? Aber werden wir ja sehen, wo das Lagersystem kommt. Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal ran. Wir müssen halt jetzt die Strecke hier noch bauen und halt diesen Item im Aufzug und so diese kleinen Redstone-Sachen. Und dann wird's spaßig, denn das Nether-Ding, das wird ziemlich lustig. Besprechen können, wie wir jetzt weitermachen, denn der nächste Schritt ist fertig. Wir haben jetzt hier die Glock ist da, die Plattform für die Schalker sind da, alle Linien, alle Schritte, alles Redstone ist da. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir bauen jetzt noch den letzten Teil, der in die Oberwelt muss, was glaube ich am schlauesten wäre. Oder wir gehen jetzt erst in den Nether und bauen erst im Nether und danach den Teil in der Oberwelt. Ne, warte, pass auf, wir machen jetzt erstmal noch den Teil in der Overworld fertig. Warte, ich zeige euch einmal, was der Teil ist. Das wäre einmal das hier. Da ist nicht mehr so viel und hier kommt dann am Ende auch das raus, was wir raus haben wollen. Ich weiß nicht, was hier, weil mit der Killing-Station müsst ihr mir dann nochmal helfen, Chat. Also da bin ich voll raus. Ich weiß nicht, wie wir hier die Killing-Station bauen. Aber dann lasst uns erstmal das hier noch bauen, den Abteil hier. Und wenn der Abteil steht und mit den Knöpfen, dann können wir in den Nether gehen, etc. pp. Bedeutet, das Nether-Portal wird mit Knöpfen behaftet. Da kommt dann alles drum und dann sind wir eigentlich in der Oberwelt komplett Schluss. Also komplett einfach. Das Wichtigste im Leben ist, dass du zufrieden mit dir bist und mit deinem Herzen rein bist, versteht ihr? Bist du das? Ja, weil du neben mir sitzt. Aha. Sonst bin ich's nicht. Ja. Nur dank dir. Ja, klar. Ja. So, aber reden wir heute mal nicht über irrelevante Personen hier. Also, wir müssen, oder der Plan ist jetzt, das Portal scheiß zu synchronisieren, denn am Ende müssen all diese Portale, die ihr hier seht, diese Reihe, das hier, Chat, das da, muss in ein Portal führen und aus diesem Portal müssen Schalker wegtransportiert werden und ein Portal, was ein Stück weiter unten steht und irgendwie drei Blöcke versetzt, muss dann in dieses Portal hier führen, wo wir jetzt drin sind. Dann werden die Schalker im Nether kurz hin und her gefahren, gehen dann da rein und werden dort dann getötet. Haben wir das doch gar nicht, wir haben das doch gar nicht hochgesetzt, ne? Fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall war die Frage jetzt, wie man das synchronisieren muss, weil es irgendwie auch gar nicht in mathematischer Realität stand, wie das gemacht werden muss. Und dann habe ich auf Discord eine Nachricht bekommen von einem Zuschauer, der das erklärt hat. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Kann auch sein, dass da Schwanz und Arschritze drin steht. Also, oh, kann man das lesen? Man kann es ganz schlecht lesen, aber ich lese es mal vor, okay? Fühlper mit seinem Schalker Farm Projekt. Die Portale sind so verschoben, dass garantiert ist, dass die Schalker beim kleinen Portal rauskommt. Und wenn sie beim großen rauskommen würde, würde die Farm komplett kaputt gehen, beziehungsweise es war ein. Wie, verstehe ich nicht. Er hat zwar nichts dazu gesagt, wie man die Portale verschieben muss, was eigentlich die Hauptfrage war, so der Rest ist mir relativ Jacke wie Hose, weil ich weiß auch gar nicht, wie soll ich denn, ich habe richtig Angst, wenn ich, wofür, Fred, wofür ist denn das da, dass hier überhaupt Schienensysteme sind, wo die Schalker langfahren? Ist das nur dafür da, dass sie im Prinzip da langfahren, um ins andere Portal zu kommen? So, für mehr nicht, und das ist so groß, weil im Prinzip so viele Schalker da durchkommen und die sich nicht auf einer kleinen Strecke aufteilen könnten, sich blockieren würden und dann hin und her kicken würden. Mobs können nur nach 5
15 Sekunden wieder durch ein Portal. Ah, also dann darf die Minecart-Strecke nicht länger als 15 Sekunden sein. Ich brauche Obsidian und Half-Set. Rechne einfach von den großen und kleinen Portalen die Chords aus. Hau einen ledernen Block hin und schau, wie es verschoben ist. Nachdem sich das geklärt hatte, folgte extrem viel Koordinatenmathematik. Nicht von hier, sondern hier. Diese Koordinate haben wir ausgerechnet. Und von hier aus müssen wir jetzt 1, 4, 5. Und auf dem sechsten Block ist Obsidian. Ich weiß überhaupt nicht, ob das richtig oder falsch ist. Ich weiß nicht mal, wie dieses Nether-Portal synchronisieren funktioniert. Dann North und South. So, warte, wir gucken mal, wohin wir wie lang müssen. 4, 5, 6, 7, oder? Hast du mitgezählt? Ja, 7. 7. Okay, 7 nach Norden. 1, 4, 4 und dann auf dem fünften Block ist das nächste nach East. 2, 4, genau. 4 Blöcke auf dem fünften Block ist das nächste. Das ist wichtig. So. Du hast einen Popel in der Nase. Und ich habe einen Popel in der Nase. 7 nach Nord. 7 nach Nord. Ja. Und 5. 4, 5. Hier sind dann keine Blöcke, sondern erst hier wieder. Das große im Nether hat an den Ecken die Koordinaten der äußersten Portale der Overworld. Ah, und das sagst du jetzt erst. Das hättest du auch früher sagen können. Okay, dann müssen wir die Portale der äußersten oder die Koordinaten der äußersten Portale in der Overworld ausrechnen. Bedeutet hier von dem Portal und dem Portal. Und das sind dann die zwei Ecken von dem Portal, was im Nether steht. Versteht ihr? Ey, inshallah, wir machen das richtig. Wenn ich das falsch mache, bin ich so depressed einfach. Und nach diesem Call im Chat bin ich über 2,5 Stunden lang an Portalen im Nether verzweifelt und habe nichts mehr verstanden. Ich finde das so langweilig, ne? Das ermüdet mich. Ich auch. Ich würde so gerne einfach jetzt so offline gehen und einfach einen Film gucken oder so. Nicht, weil ich nicht streamen will, sondern einfach, weil ich diese Sache hier nicht mehr machen will. Dann musst du das sowieso machen. Ist das Ding. Ja, ich muss es deswegen, ja. Und deswegen bleibe ich ja auch online. Macht ja auch keinen Sinn, aufzugeben. Aufzugeben macht gar keinen Sinn. Und monoton ging es dann so weiter, bis ich zu diesem Punkt hier gekommen bin und gesagt habe, wir bauen einfach. Auf jeden Fall müssen wir hier diese Minecart-Strecke bauen. Das Ding ist, er hat das zum Beispiel hier anders gemacht. Wir machen das nicht so. Wir machen das in einem 3x3 Chunkfeld um das Portal rum und das ist richtig. Bedeutet, wir werden diese Konstruktion, wie sie hier ist, 1:1 in meiner Welt übernehmen und wenn das 1:1 in meiner Welt steht, dann inshallah beten wir einfach, dass irgendwie, Digga, diese Schalker-Farm am Ende anspringt, ohne, dass sie plötzlich kaputt geht, ohne, dass Schalker irgendwelche Faxen machen, Digga, und ohne irgendwelche großartigen Komplikationen, okay? Dann gehen wir mal kurz wieder auf die Hauptwelt. Ich sag dir ehrlich, ich bin voll demotiviert jetzt, gerade wegen dieser ganzen Nether-Scheiße. Das hat mich jetzt so runtergezogen einfach. Ich habe gar keine Lust mehr, das zu bauen. Was mich am meisten abfuckt, ist, dass ich nicht hundertprozentig weiß, ob es jetzt funktioniert am Ende oder nicht. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann bin ich halt am Arsch. So, dann kann ich es auch nicht ändern. Wisst ihr, wie ich meine? Dann müssen wir alles komplett abreißen, neu bauen. Neu konstruieren, neu alles. Also einfach Daumen drücken und hoffen. Das ist sehr bescheiden. Freut mich echt, dass alles so gut läuft, Alter. Ich hasse Minecraft-Farm. Nochmal grob zusammengefasst für alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Wir haben jetzt hier die Schalker-Farm soweit beendet. Es steht die Redstone-Konstruktion. Und das Ding ist, diese Minecarts, die hier langfahren werden, ich habe jetzt keins dabei, das ist sehr vorteilhaft. Aber hier müssen Minecarts langfahren, die werden hier gedroppt. Und dann sammeln die hier die Schalker auf, die hierher teleportieren, weil sie hier an Lava sterben würden. Dann teleportieren die hierher, werden eingesammelt, mitgenommen. Und dann geht es hier auf eine Reise. Die müssen dann mindestens 15 Sekunden lang hier rumfahren. Und wenn sie das geschafft haben, können sie wieder durch ein nächstes Portal. Das wäre dann das hier. Hier haben wir übrigens auch noch Aktivierungsschienen vergessen. Und zack. Und dann gehen die hier raus, gehen hier in das Portal und kommen dann bei der Killing Station auf der anderen Seite in der Overworld raus. Das Minecart fährt hier hoch, fährt gegen den Kaktus, wird eingesammelt und geht dann eigentlich hier rein. Ich habe aber tatsächlich, wie ich leib und lebe, wie man mich kennt, den Trichter falsch platziert. Das ist eine sehr gute Sache auf jeden Fall. Habe ich es hier auch falsch gemacht? Hier habe ich es auch falsch gemacht. Wie kann man denn so dumm sein? So, fertig. Ja, aber das passt und jetzt brauche ich mal jemanden, der die Zeit stoppt. Wenn es hier angekommen ist, dann müsst ihr die Zeit starten. Ja, also starten, ich ab hier. Okay, warte, dann legen wir mal los. Und ich sag dann Start, ja? Start! Inshallah, ich hoffe so sehr, es passt. Das werden niemals 15 Sekunden sein. Niemals sind das 15 Sekunden. Und stopp! Ich hoffe, es wurde rechtzeitig gestoppt. Sag mir jetzt nicht irgendwie 14 Sekunden oder so. Wenn es 14 Sekunden sind, bin ich pissed, Alter. Es sind genau 15 Sekunden. Ach du Scheiße. Genau. Da habe ich jetzt aber ein bisschen Angst, du.
Bei genau 15 Sekunden würde ich sie eigentlich eher lieber einmal verlängern nochmal. Also genau, also stell mal vor, es sind irgendwie 14 Sekunden 50 oder so. Also 15:23. Ja, okay, aber dann mit menschlichen Bedingungen, die man abziehen muss, Bruder. Stell mal vor, es sind wirklich irgendwie 14:50 oder 14:53 oder so ein Scheiß. Wo könnte ich denn günstig verlängern? Eigentlich doch hier direkt am Anfang. Indem ich einfach hier nochmal nach darum gehe und dann hier zurückführe und dann, oder nicht? Bedeutet, ich müsste nichts machen, außer hier eine Zweierreihe und die dann mit Schienen auslegen. Korrekt? Das wäre jetzt irgendwo keine Arbeit. Die Frage ist nur, ob sich die Minecarts in die Quere kommen können. Also ob die sich gegenseitig stören, Digga. Wenn hier jetzt in eine Kurve reinkommt, dass die dann so fahren und sagen wir, von hier kommt ein Minecart und von hier gleichzeitig. Dass sie sich irgendwie gegenseitig abstoßen durch die Hitbox der Schalker. Das könnte schwer werden. Guck mal, wir machen es, weil Safety First, Jungs, machen wir es so, okay. Und dann geht's hier nochmal rum. Und hier kommt dann nochmal ein konkreter Wechsel, der von hier aus hier rumführt und dann hier zurück, okay. Safety First, ihr wisst. Dann kann das nämlich hier ganz easy durchfahren, Bruder. Und dann haben wir auch definitiv keine Zeitprobleme. Dann ist es zu 100% safe, dass sie mindestens 15 Sekunden unterwegs sind. Let's go. Auf dem weiteren Try. Start! Guck mal, es sind 1, 3, das sind fast 3 Sekunden oder so. Stopp! 65 sage ich. Ich sage 16 Sekunden 65 geschätzt. Oder 17, 65. Eins von beiden. 18, 22. Was, Digga? Easy 18 Sekunden. Okay, perfekt. Dann sind wir genau richtig mit der Linie. Dann übernehmen wir jetzt dieses Konstrukt nochmal auf der anderen Seite des Ganzen. Also der Chat sagt, dass wir irgendwie noch Redzone-Signale weiter rausführen, damit man von der Ferne die Farm aktivieren kann. Weil wenn das nicht so ist, dann funktioniert die irgendwie nicht so gut oder so. Das ist an sich, die Farm anzuschalten, ist gefühlt komplizierter als der gesamte Bau der Farm. Wir haben hier gar keine Banner platziert bisher. Das triggert mich. So. So, perfekt. Wir haben jetzt die ganzen Sachen bepowert. Die Schienenstrecke ist lang genug. Also 18 Sekunden haben wir ausgerechnet. Das sollte auch soweit passen. Das Einzige ist jetzt die Frage, was ist jetzt, Digga, mit diesen Bepowern von dem Redstone von weit entfernt? Damit die Schalker dich nicht sehen. Ah, jetzt verstehe ich den Punkt. Also soll ich das Signal, was im Prinzip die Schalkerfarm anschaltet, weiter wegführen, dass die Schalker mich nicht sehen können? Jetzt ist die Frage, wie weit können Schalker sehen? Was ist deren Radius? Was ist, wenn ich das Signal, weil ich will ja das Lagersystem hier oben drüber bauen, hier in der Mitte. Können die zum Beispiel bis nach hier oben sehen? Also wenn ich jetzt hier oben das Signal hinführe, das Redstone-Signal, können die bis nach dahin sehen oder nicht? Ich glaube 7. Achso, nur 7 Blöcke. Das ist ja gar nichts. Wir nehmen einfach die Dinger. Und dann Glasblock, um mal die kleine Main-Plattform oben zu bauen. Dann gehen wir jetzt hier zu den Dings, zu den, was sind das, Leuchtedinger, Falken, Leuchtebalken. Und werden einmal von hier aus gesehen uns nach ganz, ganz weit oben verfrachten. Denn da wird dann das Lagersystem hinkommen für diese wunderschöne Schalker-Farm. Hier kann definitiv nie eine Schalker hin. Bis nach hier oben kommt die nicht, egal wie die sich teleportiert. Guck mal, dann können wir das abbauen. Und dann müssen wir jetzt nach da oben das Redstone-Signal leiten. Das sieht auch scheiße aus. Es sieht alles scheiße aus. Dieser Aufzug ist scheiße. Ich reiß das, glaube ich, wieder ab. Ich reiß das wieder ab und wir machen die Taktik, die ihr gesagt habt. Was mit diesem Redstone, Slime-Ding? Ich kann mich damit echt nicht anfreunden. Das ist mein Perfektionismus, schlägt gerade so hart rein, Digga. Hauptsache, ich baue hier nichts ab, was irgendwie wichtig ist, Alter. So, was war jetzt euer Call? Was ich verstanden habe mit den Slime-Blöcken des... Heißt, ich brauche im Prinzip Slimeblöcke, Redstone-Block und Slime-Dings. Aber können wir nicht das Ding machen, was ich auch bei der Goldfarm habe? Also, erstmal ist das Ding, ich müsste jetzt eigentlich eine relativ genaue Form haben von dem Redstone-Block, wie ich ihn setzen will. Und wie ich den obersten Pisten bepowern will. Ich habe jetzt hier die Slime-Blöcke, das habe ich. Jetzt fehlen uns nur noch diese Powered-Schienen. Und dann muss ich doch nichts, also wirklich nichts machen, außer das hier abbauen. Das hier ein Block hoch. Dass der im Prinzip runtergedrückt werden kann. Und dann 12 Slime-Blöcke. So ist richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt ist natürlich die Frage, Schalker können sich sehr wahrscheinlich auch daran teleportieren. Knöpfe werden bestimmt nicht mit verschoben, sondern floppen einfach weg, wenn du die an die Slime-Blöcke jetzt zum Beispiel machst. Scheiben außenrum verbindet sich damit, will mitgeschoben werden, funktioniert auch nicht. Nur Glasblöcke würden funktionieren, wo ich halt außen Knöpfe ranmache. Wo wir dann genau bei der gleichen Situation sind, oder nicht? Ja, so ein Dreck aber auch, das ist ja jetzt noch unangenehmer.
Was mache ich jetzt am besten? Das ist der größte Beschiss und Abfall. Es bockt einfach nicht. Es bockt nicht, Digga. Diese Bauart und Weise ist zum Kotzen. Ich könnte natürlich das Lager auch einfach umsetzen. Dass wir das Lager nicht da oben bauen, dort, sondern da unten. Dann könnte ich auch einfach immer reinspringen übers Nether-Portal. Und müsste nicht immer nach oben fliegen oder so. Und ich hätte es einfacher mit dem Redstone-System leiten und mit den Knöpfen. Und mit allem hätte ich es einfacher. Und dabei könnte man dann hochgucken und hätte über einem die Farm. Das ist gut, Digga. Wir bauen da unten das Lagersystem. Und im nächsten Video werden wir das benannte Lagersystem errichten. Und das wird ein richtiges Venation-Lagersystem. Freut euch drauf, seid gerne dabei. Bis dahin, ciao, ciao.